Greninja. Ja, es wird auf jeden Fall die Aufgabe von Splash Mage sein, hier Justin zu überrennen, irgendwie reinzukommen und dann brrrt. Da zum Beispiel die Up-Air, schätze ich mal, also Down-Tilt into Up-Air, Drag-Down. Ja, das ist zumindest das, was man so von Tarek sehen würde wahrscheinlich. Wer weiß bei diesen Prozenten. Das ist nämlich jetzt die Frage. Kommt er nicht ganz... Ah, jetzt, okay. Genau, also seine Aufgabe ist es wirklich irgendwie reinzukommen, ja, gegen diese High-Range-Attacken von... Oh mein Gott! Das ja, war unlucky. Auch wieder High-Range, diese Down-Air. Wenn man das gut timet, dann wird das zu einem Problem. Er hätte wahrscheinlich taggen können, aber hat er wahrscheinlich nicht erwartet. Und ja, da macht hier gerade gut Pressure. Merkt, dass er diesen Charakter schon länger spielt. Bei den DLC-Chars, die kommen ja immer erst später dazu, dauert das dann auch manchmal, bis die Leute den Charakter richtig können. Und Sephiroth ist auch nicht der leichteste Charakter, also... hat starke Stärken, aber auch relativ langsam oder. Ne, würde ich gar nicht sagen, dass er langsam ist, aber er kann nicht so gut out of shield punishen. Seine Attacken sind relativ langsam, also haben viel Startup dafür, dass sie halt so viel Range haben. Mhm. Aber er hat auch eine gute Comeback-Mechanik. Und er ist super leicht. Also er ist leichter als Greninja zum Beispiel, was man jetzt wahrscheinlich nicht erwarten würde. Ja. So vom von der Größe her. Ja. Ja, Sephiroth ist einfach so ein Pikachu. Also so vom Gewicht her. Oh, hat fast gekillt. Splash Mage findet jetzt hier auf jeden Fall besser ins Game. Absolut. Kommt hier den Down Smash. Okay, mal schauen, was er jetzt hier anfängt mit dem freshen Stock. 70% ist noch nicht allzu viel Rage. Er könnte schon eine gute Combo bekommen, aber natürlich muss er erstmal reinkommen. Und das ist nicht for free, okay. Oh, er hat versucht es mit der Up-Air. Hätte er den bekommen, also so Drag-Down-Up-Air ist schon immer ein sehr guter Move, um die Combo zu extenden. Ja, man muss mit Greninja, also man muss sehr präzise spielen und man muss sehr patient sein auch. Ja, also gerade am Anfang war das ja schon relativ viel drumrum Gehüpfe von beiden Seiten. bis die... So ein bisschen in... Oh oh. Ja. Davon treffen zu lassen ist immer schwierig. Ja. Also die zweite und dann die dritte auch sind unfassbar stark einfach. Da ist man auch schon bei Early-Prozenten sehr, sehr tot. Okay, diesmal schafft er den Dragdown, aber wird selbst getroffen von Sephiroth hier. Justin erst mit 69%. Mal gucken, wie lange er auf dem bleiben kann. Okay, jetzt hier gerade wieder der One Wing. Eine Comeback-Mechanik von Sephiroth bei hohen Prozenten, bei denen er praktisch einen Jump dazu bekommt, ein bisschen schneller wird, Armor auf den Smashes bekommt, generell ein bisschen stärker wird. Es ist schon sehr gut. Und das hat er erst, wenn er Schaden bekommen hat quasi? Genau, also wenn er so hohe Prozente hat, dann bekommt er den und irgendwann geht er wieder weg. Oh oh. Ja, da kann man aber auch immer ganz gut mit baiten, wenn man da runterfällt mit Sephiroth, einfach weil die Upbeef von ihm so unfassbar stark ist. Wenn man die umdreht, dann kann er auch schon bei 60-70% killen, wenn er Rage hat. Ja. Oh, ja. Back throw into back air. Muss man richtig die ein, sonst kassiert man da und das ist ja unfassbar früh gerade gekillt. Ja. Okay, ich bin mal gespannt, ob wir jetzt hier bleiben bei Greninja oder ob's... Habe ich mich auch gerade gefragt. Ja, weil das, also, ja, aus den von dir genannten Gründen mit der Range von Sephiroth. Und da haben wir Robin. Ja. Okay, ja, also das Ding ist bei dem Matchup, auch wenn es irgendwie stumpf klingt, er ist super leicht, also jetzt hier Sephiroth und Robin hat so starke Angriffe. Also es kann sein,
dass er hier einfach jedes Mal bei 70 rausfliegt. Ich glaube, das war auch so ein bisschen das Problem von Sephiroth oder von Justin letztes Mal. Also er hat einfach immer diese Side B, also dieses Arc Fire abbekommen und dann hat er immer ultra früh den Stock verloren. Da muss er auf jeden Fall aufpassen diesmal. Ja, bisher macht er das gut. Ja, schon wieder das da, Arc Fire. Wollte der wahrscheinlich mit. Obwohl, weiß ich nicht genau. Er behauptet da die Mitte gerade sehr gut. Braucht er auch. Also, er muss den. Er muss Splash Mage irgendwie mit dem Rücken zur Wand stehen haben. Bei 134 kann er da auch schon auf jeden Fall sehr bald den Stock verlieren, wenn er hier irgendwie mal einen Tipper bekommt. Er ist hier sehr patient. Oh, hätte sein können, dass er hier gerade das Shield verliert. Okay, ja. Also er bekommt den ersten Stock. Aber auch direkt verliert seinen eigenen. Also 20% erst. Ja. Okay, gleich fliegt der. Gleich fliegt das Schwert hier rum durch die Gegend. Kann, glaube ich, nur noch einen Angriff machen. Oh, gerade macht er das sehr gut. Lässt ihn hier überhaupt nicht on Stage kommen. Und da fliegt das Schwert. Ich weiß gar nicht, wie lange. Also, das ist so ein bisschen. Da hört meine Knowledge auf, wie lange das Schwert oder auch das Buch weg sind. Ah, da ist es wieder, okay. Ich hab da auch absolut keine Ahnung. Robin halt auch ein Charakter, den man einfach nicht oft sieht. Also hier im Norden hast du, ich glaube, Checkcards und Splash Mage. Und sonst siehst du den Charakter einfach auch nicht. Kannst du dir erklären, warum das so ist? Also. Warum spiele ich den Char nicht? Das kann ich dir kennen. Das meine ich. Side B in Tor Abwehr, super früh gekillt. Und ah. Ja. Also er ist einfach nicht schnell. Das nervt. Die Recovery gefällt mir nicht. Ja, ansonsten keine Ahnung, ehrlich gesagt. Es ist einfach, es gibt Charaktere, die ähnlich sind, aber besser, schätze ich. Und wie gesagt, einfach ein sehr langsamer Charakter. Ja, die B-Reverses macht Splash Mage auf jeden Fall ziemlich geschickt und jetzt gerade halt einfach ein Stock-Lead. Jetzt nicht mehr. aber halt die. Der Flügel ist halt da. Ja. Er braucht natürlich nicht mehr viel, aber mit dem Flügel, das kann ganz schnell gehen, dass du den Stock verlierst. Ja. Man muss nur irgendwie ein Opening bekommen. Okay, er hat schon mal hier ein bisschen Pressure, noch mehr Pressure drauf. Und was macht er? Er schildert es durch. Okay. Kommt aus der Situation gut raus. Das ist immer, also, dann hast du da irgendwie 5 Sekunden diese komischen lilanen Kugeln um dich rumschweben, die dich irgendwie nervös machen. Da hat er wieder einen. Okay, diesmal hat er versucht, den Shield out zu callen, indem er dann bricht, aber nicht das richtige Timing gehabt. Einfach geparried von Splash Mage. Oh, und Max Rage, ja. Auch da wieder, also es kann super easy einfach Sephiroth killen. Auch wie gesagt, es klingt vielleicht stumpf, aber es ist einfach ein Faktor in diesem Matchup. Dass der so squishy ist. Ja, genau. Einfach super easy, super floaty auch irgendwie. Und da kann man dann mit Robin ganz gut mal reinhauen. Aber wir haben jetzt hier die Silbermedaille ist diesmal ein bisschen kleiner. So, wir gehen in Game Nummer 3. Es ist auf jeden Fall ein interessanter Pool. Also es ist Ian, Splash Mage und Justin in einem Pool. Und wovon würde ich sagen, Ian schon so die besten Ergebnisse hat.
Aber die können sich schon gegenseitig besiegen. Deswegen, auch wenn hier Justin nicht gewinnen sollte, ist wahrscheinlich das Ganze noch offen. Mhm. Wer hier gewinnt in dem Pool, wer Zweiter wird. Ian war der Minecraft-Steve-Spieler, oder? Genau, ja. Unter anderem auch Pokémon-Trainer. Habe ich tatsächlich heute zum ersten Mal gesehen, Minecraft Steve, und ich muss sagen, es macht Spaß zuzugucken. Ist crazy. Ja. Also ein Charakter, der sich einfach irgendwas in die Luft baut und was nicht alles, eine Wand einfach hinbaut. Das ist schon super verrückt. Also kein beliebter Char. auf High Level ist das einfach ein bisschen crazy. Ja? Also, aber ja, ich kann nicht sagen, dass ich den Charakter nicht mag. Aber ich habe auch wirklich noch nicht so viel von ihm gesehen. Das ist, keine Lust, immer bis 6 Uhr morgens aufzubleiben, um irgendwelche Ami-Finale zu sehen. Früher ja, jetzt nicht mehr. Okay, also wir sehen beide hier auf dem zweiten Stock. Ja. Justin hat da den, Splash Mage hat hier gerade den Ausgleich geschafft. Und ja, jetzt im Moment macht er auf jeden Fall einen guten Chip-Damage immer mit dem Thunder oder wie das heißt. Dem Projektil von auch hier wieder, die Side-B, also, nee, Down-B? Ich weiß nicht mehr genau. Nee, ist die Side-B. Arcfire trifft einfach viel zu oft. Da muss man so vorsichtig sein mit. Und Splash-Mage macht's gerne, dass er irgendwie eine Rising-Attacke macht und dann, wenn er wieder runterkommt, noch eine. Und, der Up-Smash. Gut, aber killt nicht ganz, aber die Comeback-Mechanik ist wieder aktiv. Sowas hat haben die meisten normalen Charaktere in Smash nicht. Es ist eher so ein DLC-Ding. Oh, und das Feuer trifft, Counter wieder. Nein! Okay, also hier wieder die Lead für Splash Mage, so ungefähr in der Mitte vom Match diesmal. Und jetzt bleibt es aber even. Das muss es auch. Also ich bin mal gespannt, wer hier gerade den nächsten Kill holt. Justin will sich auf jeden Fall eine Lead erkämpfen, wenn er hier gewinnen will. Einfach weil er braucht, also es sind 2-3 Moves und dann könnte er schon sterben. Ja. Stock verlieren, besser gesagt. Okay, jetzt hier 2. Okay, das könnte was werden, mal gucken. Shield. Ah, er rollt diesmal. Okay, diesmal hat er gerollt, das wäre zu obvious gewesen hier mit dem Shield. Lässt sich ja auch nicht groß stören von den Kugeln. Was machen die Kugeln eigentlich? Die treffen dich einfach nur. Okay. Das Ding ist halt, Sephiroth kann daraus kombonen und kann dich halt dazu zwingen, ins Shield zu gehen oder eine defensive Option zu wählen, und das ist dann halt obvious. Ne? Ja. Es ist dann so ein, entweder du wirst getroffen oder du machst eine defensive Aktion, kannst vielleicht gereadet werden und dir passiert irgendwas Schlimmeres noch. Oh mein Gott, das ist gerade ein Krimi. Das könnte jetzt absolut mit jedem Hit da. Oh, das war's. Das war's, der Upsmash. Wow, okay, Justin schafft es hier gerade, Last Hit 2-1 gegen Splashmates zu gewinnen und damit, ich glaube, in Sets even zu gehen. Ich glaube, das ist jetzt ein